Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier zur nächsten Gameplay-Folge Anno 1800. Ich freue mich riesig, dass ihr heute alle drei seid und reinschaut und nochmal ganz, ganz herzlichen, vielen lieben Dank für den letzten Stream. Da habe ich euch die Mod vom Hieronymus vorgestellt, seine Schiffsmod. Das ist dermaßen gut angekommen. Ich habe immer noch wirklich Zittern in den Händen. Ihr habt mir Donos dagelassen. Ihr habt mir unendlich viele Likes dagelassen. Geile, geile Kommentare übers Discord oder normal. Also der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe einfach nur eine Mod vorgestellt und da ist noch ein bisschen was mit reingekommen. Die Nervosität. Ich habe es dem einen oder anderen, habe ich dann in einem kleinen Post nochmal persönlich geschrieben und ich hoffe doch, beziehungsweise es freut mich, dass es dem einen oder anderen doch sehr, sehr gefallen hat. Also wie gesagt, das möchte ich sehr, sehr gerne beibehalten. Das wird dann vielleicht mal so ein kleines Format direkt in einem Livestream, immer wenn da jemand kommt, aber jemand vorbeiguckt und sagt, hey, ich habe eine neue Mod rausgebracht oder so, hättest du da nicht mal Bock, das live mit deiner Community zu testen. Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Ich hatte für dieses Jahr in diesem Stream den absoluten Peak. Ich hatte 54 Leute da auf der YouTube-Seite wie auch gleichzeitig auf der Twitch-Seite. Das ist mir noch nie passiert. Also so viele Leute gleichzeitig, die mir zugucken, währenddessen ich eine Mod von einem Modder vorstelle, absoluter Hammer. Das habe ich so noch nicht erlebt. Dafür ganz herzlichen Dank an jeden einzelnen von euch. An dich, an dich, an dich, an dich und an dich. Vielen lieben Dank. Was machen wir heute? Ich habe heute mit euch was ganz Besonderes vor. Als erstes gehen wir nochmal in die neue Welt. Denkt bitte dran, ab zum Aufnahmedatum hier, ihr wisst ja, ich bin nächste Woche von Mittwoch bis übernächste Woche Montag im Urlaub. Das heißt, die Folgen oder die Folge, die ihr jetzt schon anschaut am Dienstagabend, die ist schon vorproduziert. Ich brauche ja einige Tage Vorlauf, dass ich jetzt zumindest jeden Tag eine Gameplay-Folge von Anno 1800, Anno 2205 oder Anno 1404 präsentieren darf. Und deshalb würde ich sagen, wir gehen heute mal rein und in diesen zwei, drei Gameplay-Folgen, währenddessen ich nicht da bin, darf ich mit euch was ganz Besonderes machen. Ich habe mir nämlich genau dafür was aufgehoben. Und genau das gehen wir heute an. Wir gehen erstmal nochmal rein in die neue Welt. Denkt bitte dran, wenn ihr bei unserem, beziehungsweise bei meinem kleinen Sommer-Event 2024 gerne mitmachen wollt, Ausrufezeichen Discord an dieser Stelle wollte ich gerade sagen, aber wir sind ja leider nicht im Livestream. Hier unten in der Beschreibung ist wie immer der Discord-Link integriert. Da könnt ihr gerade draufklicken, könnt ihr uns ins Discord reinjoinen und dann könnt ihr bei den besonderen Events, da habe ich alles dazu reingeschrieben, einfach ganz runter scrollen. Da habt ihr den Stempel, da habt ihr das aktuelle Layout, da habt ihr die Regeln und die Bedingungen und dann könnt ihr hier in Ruhe diesen Stempel nachbauen, könnt ihn irgendwo einbetten und könnt ganz in Ruhe diese ganzen Zwischenräume, alles was ihr gerne mögt, könnt die gerne ausstaffieren und könnt die verschönern. Bis Ende August läuft hier der ganze, wie soll ich das sagen, läuft hier das ganze Event. Ne? Zwei Kleinigkeiten gibt es zu gewinnen, damit das nicht alles umsonst ist. Ich weiß ganz genau, dass der ein oder andere so eine Kleinigkeit gewinnen möchte. Und deshalb wünsche ich euch bei dem Event wirklich viel, viel Spaß und Vergnügen. So, das war's mal zum Sommer-Event. Das nächste folgt aber hier gleich. Und zwar gehen wir in die alte Welt. Ich habe hier extra nochmal ein Luftschiff vorbereitet. Mit diesem Luftschiff geht's jetzt los. Und der ein oder andere wird sich jetzt fragen, was hat der Zando jetzt vor? Die Weltherrschaft an uns zu reisen, an mich zu reisen. Nein, Spaß beiseite. Dahin will ich heute mit euch. Es geht los. Projekt Crown Falls startet. Wir machen es jetzt so. Ich hatte ja hier euch die Schiffe vorgestellt. Hier habe ich noch ein paar Luftschiffe. Das sind die Verteidiger der alten Welt oder der neuen Welt oder je nachdem, wie ihr das da dazu sehen wollt. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde mir schon noch ein paar Schiffe bauen. Ich habe ja extra die Desdemona 4 habe ich mal aufgehoben. Den Firma-Spark, den ich euch im Stream als geilen Vergleich dazu gezeigt habe. Zum Hieronymus, seiner großen Windschirmer. Und wir machen es jetzt so. Wir werden jetzt hier diesem Schiff befehlen, auch ins Cap Trelawney. Entschuldigt bitte, ich muss die Alerts rausnehmen. Siehst, wenn ich dann anfange mit aufnehmen, ich vergesse dann die Hälfte. Das tut mir wirklich leid an dieser Stelle. Aber wie gesagt, das ist vielleicht ein guter Zeitraum, um ein bisschen Werbung zu machen. Wenn euch die Folgen gefallen, beziehungsweise die Livestreams oder die Mod-Vorstellung oder vielleicht mein neues Format, was ein kleines bisschen ins Hintertreffen hier geraten ist, gerne ein Like da lassen, vielleicht auch ein Abo oder die Glocke aktivieren. Alles kann, nichts muss, alles freiwillig. Hauptsache, ich darf euch ein bisschen unterhalten hier bei meinem Format. So, jetzt machen wir es mal so. Wir werden hier mal noch in der Community Schiffswerft, wenn wir hier mal noch zwei, drei Luftschiffe bauen. Ganz, ganz wichtig, weil wir brauchen jede Menge Material. Wir brauchen Geschwindigkeit. Und ich möchte dort oben, und das sage ich euch auch gleich, den nächsten Gegner angehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich die Lady Margaret Hunt bei meinem Vorhaben so ein bisschen verhält. Das Wichtige ist, bevor wir die Lady Margaret Hunt angehen, hatte ich euch ja gesagt, ich möchte nicht
auf kriegerischen Akt auf sie einwirken, sondern ich möchte sie versuchen, auf diplomatischen Wege so ein kleines bisschen, ihr wisst schon, ne? Ihr die Insel nacheinander wegzuschnappen. Also mache ich jetzt sowas. Wir bieten ihr hier ein Geschenk an. Schaut mal, das gibt schon mal 4 Rufpunkte dazu. Und ähnlich machen wir das hier beim Vicente Admiral Silva. Haben wir das genauso. Also wunderbar. Übrigens, die Enhalo gibt es hier immer noch. Und was machen wir beim La Fontaine? Na schön, 99 Rufpunkte. Alles cool. Alles kein Problem. Läuft. Dann haben wir hier mal noch eine Quest. Die wollte ich gerne mit euch noch machen. Ein Arzt, was der Arzt hat mir verboten, die Sperren Eimer ständig hin und her zu schleppen. Eine Bauaufgabe. Was soll man bauen? Oh nein, das ist wieder so ein Springbrunnengarten. Den finde ich doch wieder nicht. Alte Tränke, Blumenbeete, das sind doch die Dinger, die ich nie finde. Das endet doch hier immer im Desaster bei mir. Das wisst ihr doch. Wenn ich dann schön baue, mache. Hm? Ist es das? Wir werden auf sie anstoßen. Okay. Wenn ich das mache, wollte ich gerade sagen, das endet doch meistens im Desaster. Wenn ich dann so schön baue, mache, dann habe ich das dementsprechend ganz, ganz anders vorbereitet. Aber lasst euch da mal überraschen. So ein bisschen einen kleinen Plan habe ich mir schon ausgearbeitet. Jetzt machen wir Folgendes. Gerade zum Thema Museum, gerade zum Thema Botanischen Garten, gerade zum Thema Akademie und so weiter und so fort. Diese ganzen wichtigen Sachen, die wir dann in Crown Falls installieren werden, werden wir es am Anfang so machen. Wir werden erstmal alle Items, die wir haben, alle. Egal ob Museums-Item, egal ob Botanischer Garten-Item, egal. Wir werden erstmal alle Items schnappen und die werden wir erstmal dort hochfahren. Wir werden erstmal sammeln, okay? Das ist erstmal ganz wichtig. So. Das war gerade eine Fussel. Und jetzt geht's aber los. So, jetzt sind wir, sollten wir hier eigentlich mal angekommen sein. Nein, es gibt noch keine Einträge. Die hier fahren noch gemütlich durch die Gegend. Schauen wir uns mal auf der insgesamten Karte an. Das zweite, der heiße Hering, kommt schon geflogen. Das heißt, das ist das erste Luftschiff. Das zweite ist noch unterwegs. Okay. Ist aber auch kein Problem. So, dann gucken wir noch mal rein. Alles bereit. Das sind dann Hieronymus seine Schiffe gewesen. Die werde ich jetzt auch ein ganz kleines bisschen mit hier aufteilen, integrieren. Ich würde jetzt schon sagen, dass wir die Kriegsschiffe, die werden wir jetzt woanders mit platzieren. Hier hätten wir noch eins, ne? Eine Korvette. Hier hätten wir auch noch eine Korvette. Die kosten halt alles sehr, sehr viel Unterhalt. Ne? Das ist schön. Dankeschön, La Fontaine. Guck mal, also die haben schon alle so ein kleines bisschen, kosten die halt Geld. Ne? Also man mag es kaum glauben. Ich würde jetzt Folgendes machen. Guck mal gerade mal beim Archie vorbei. Wartet mal kurz. Muss mal kurz was schauen. Schiff vom Stapel gelaufen. Ist das Update noch nicht drauf? Ich habe das Update noch nicht installiert. Ja, okay, alles klar. Okay, Hieronymus hat nämlich gemeint, dass ab jetzt auch Torpedos bzw. auch die Waffen, die Korvetten bzw. die U-Boote so dringend benötigen, könnte man jetzt bei der Isabel kaufen bzw. hier beim Archie bzw. beim Nate. Also die werden alle dafür freigeschalten. Ich habe erstmal geguckt, ich glaube, ich habe das Update noch nicht drauf gemacht. Egal, alles gut. So, dann schauen wir mal bei der Madame Kaina vorbei. Die hat nämlich auch noch dieses Super Seeds da. Da bräuchte man dann, ja, hin und wieder bräuchte man dann auch mal einen. Denkt dran, die Dinger sind ganz schön teuer. Also wenn ihr mal guckt, guck mal, das Ding kostet knapp 900.000. Hey, das ist schon viel. Da lohnt sich dann jedes Item, was ein paar Handelspreise reduziert. Das ist egal, 10% oder 20%, das ist völlig Bockwurst. Ja, wenn ihr hier sparen könnt, das ist wie im richtigen Leben. Und da rein. Dann wird man hier zum sogenannten Schnäppchenjäger. So sieht es nämlich aus. Okay, Spaß beiseite. Unser Luftschiff hat gerade mal die Region erreicht. Ist aber schön für unser Luftschiff. Bin schon in der Luft. So, dann werden wir mal hier hochgondeln. Wir brauchen hier sowieso ein Schiff, weil wir müssen, glaube ich, das hier anfahren oder wie das war. Ihr wisst doch, wie lange ich Crown Falls nochmal besucht habe, beziehungsweise hier angefangen habe. Mal so ein bisschen zu questen. Gerade die Königin-Quest müssen wir ja unbedingt fertigstellen. Wir werden es jetzt so machen. Wir werden jetzt diesen ganzen Haufen, den werden wir jetzt hier nehmen und werden den gemütlich ins Cap Trelawney gondeln lassen. Wisst ihr das? Da ist ein Schlachtschiff dabei, da ist ein schönes Segelschiff dabei, ein Linienschiff, da sind U-Boote dabei, ein Reparaturschiff, kleine und große Transporter. Leute, das ist ein wunderschönes Portfolio aus allen möglichen Sachen und das läuft. Ich denke mal, das läuft. Als ein Frachtdampfer, oder? Ja, pass auf, hier machen wir jetzt Folgendes. Okay, wir fliegen kurz zurück, dann werden wir kurz
anhalten. Wir brauchen noch ein paar Ziegel, wir brauchen noch mal Stahl, dann brauchen wir ein Kontingent an Fenster und ein kleines Kontingent. Ah, da war ja was. Stahlbeton kann nicht hergestellt werden, weil nichts da, oder? Was habe ich mir gedacht? Gibt es hier auf der Insel irgendwas, was man mit... Nee, gibt es hier... Okay, hier hätten wir zur Not einen Kalkstein vorkommen. Kalksteinbruchwert da. Wir müssten die Insel mal verbinden. Das wäre zumindest mal geil. So, dann basteln wir gerade mal das raus. Wir bräuchten halt hier auch einen Hochofen. Und dann könnten wir hier zumindest mal ein kleines Betonwerk mit hinstellen. Wäre schon mal so gar nicht so schlecht. Haben wir hier eine Speicherstadt angeschlossen? Hier hat man noch eine Speicherstadt. Sag ich ja. Wir hatten hier eine. Okay, Captain Morris läuft ein. Wir nehmen Holz mit. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Wir gehen mal auf Metall. Nehmen wir so ein bisschen Stahl mit rein. Gehen wir mal 2 zu 1. Ja? Jawohl, gehen wir mal auf den Fuffi. Passt eigentlich. Und dann holen wir uns hier, genau, Zement, Stahl. Dann brauchen wir hier noch ein kleines Lagerhaus. Und dann können wir hier schon mal anfangen, ein bisschen was zu basteln. Ne? Dann können wir uns dann ganz einfach hier den Stahlbeton so ein bisschen mitnehmen. Bereit für Ihre Lieferung? So, und dann würde ich jetzt Folgendes sagen. Wir fliegen nochmal schnell hier unten nach Davidov. Cool Water. Oder, wie ihr schon gemeint habt, es gab damals tatsächlich von Davidov auch Zigaretten. Also ich glaube mich zu erinnern, dass ich die mal gesehen habe. Persönlich selber habe ich sie nie geraucht. Ja, ich habe auch mal geraucht. Es sind halt die Jugendzünden, die man dann halt nicht los wird, aber besser man bewältigt so seine Vergangenheit wie gar nicht. So, Capture and Only, los geht's. Aber Davidov, die Dinger, die habe ich nie, geraucht. Also wenn ich mich daran erinnern kann, mein erster Ausbilder, in meinem ersten Job, ich habe ja zwei Berufe gelernt, in meinem ersten Job, der Ausbilder, der hat immer Ernte 23 geraucht. Das waren so ganz ins kleine Zigarettenschachteln und die Zigaretten, die er da rausgeholt hat, die haben, also entweder ich weiß nicht, wie die geschmeckt haben, das war so ein, wie soll ich das sagen, das war so eine Mischung aus Brikett, vielleicht so wirklich Stinkesocken, und irgendwie, ja, ganz, ganz komisch, doch schon dann irgendwie so ein bisschen Tabak mit drin. Aber das war ein, boah, das war ein Geruch, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, weil der hat immer bei uns im Bauwagen geraucht. Der hat nie woanders gequalmt, sondern immer im Bauwagen. Volles Rund, du bist dort reingegangen und du konntest dann mit so einem Katana einmal zschuck, die Luft schneiden. Ja, das waren noch Zeiten, mein Gott, das waren noch Zeiten. Okay. So, das ist ja eigentlich, boah, das sieht ja schon mal brachial aus hier. Unsere Kornkammer wächst und wächst. Ja, wie gesagt, wir bräuchten halt schon mal Items. Deshalb würde ich ja sehr gerne auch in NBESA weitermachen. Wir brauchen halt unbedingt das Forschungsinstitut. Warum? Ich möchte ja gerade noch mal 2, 3 Spezialisten nahebringen. Wenn ihr dann mit mal wisst, mit was ihr hier irgendwie hantieren könnt, mit irgendwelchen Items, die reißen es raus. Das ist dort zum Beispiel der Makataime Black Eagle. Den bekommt ihr Itemherkunft beim Edi, ne? Also oder ihr könnt den hier entwickeln, ne? Im Forschungsinstitut. Also das ist alles kein Problem. Der ist für jede Schandtat zu haben, wirklich für jede. Also reduziert die Module, gönnt euch noch mal ein bisschen Produktivität. Also der haut dann wirklich rein. Wir könnten noch mal einen anderen anwählen. Ich sehe hier gerade auf Anhieb sehe ich sie gerade nicht. Doch hier, ne? Alisha Al-Zahir, effiziente Pflanzerin, gerade für die neue Welt. Absolut prädestiniert. Das Geile ist dann, dass sie noch zusätzlich Hibiskusblüten und Indigo züchtet. Das heißt, auf den Nutzpflanzenfarmen habt ihr mehr Produktivität bei gleichzeitig weniger Modulen und ihr kriegt zwei Warengruppen bzw. 2 Waren on top einfach dazu. Also wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Ne? Also ja, wie gesagt, wir können dann hier oben mal reinschreiben Module und dann kann ich euch noch den letzten zeigen, den ich euch eigentlich noch zeigen wollte. Wo war er? War hat der hier? Ne, das waren die plus 35. Hier, Veronica Castelli Platzsparwunder. Ne? Beeinflusst alle Nutzpflanzenfarmen in der alten Welt. Das heißt, die ist für die alte Welt zuständig. Die Liebe Al-Zahir ist in der neuen Welt zuständig. Und der hier, das war alles. Und da könnt ihr wirklich Module reduzieren bis fast null, sage ich mal. Und könnt ihr noch sehr, sehr viel rausholen. Die hier könnt ihr euch auch Zitrusfrüchte und top. Und auch Mais, jede 5. Tonne, die ihr hier im Umkreis mit ihr produziert, beziehungsweise mit ihr, ne, wenn ihr dann eure Nutzpflanzenfarmen boostet. Und wie gesagt, wenn ihr die 3 habt, oder wenn ihr dann mit einer von den 3 anfangt, Leute,
Ihr habt gewonnen, sage ich mal. Ne? Also gerade zum Thema Nutzplan zu farmen, macht es schon unheimlichen Spaß und macht auch wirklich, wirklich Sinn, dass er dann irgendwann mal anfängt, auch die Module zu reduzieren. Also so mache ich es dann zumindest immer. So, jetzt gucken wir mal rein. Hier gibt es dann maximal 520 Tonnen. Das Ding ist alles voll. Also lohnt sich hier das nicht mehr. Also müssten wir, wenn, dann müssten wir die Tonnage auch weiter. So Leute, passt auf. Wir machen jetzt hier unbewohnte Insel. Und das, was ich mit euch heute hier machen möchte, weil die Zeit, es ist der Wahnsinn, ne? Gerade ein bisschen was besprochen und einfach mal. Wir teilen die Vision. Eine glänzende Metropole im Gedenken an unseres Vaters glorreichen Sieg. Welch strahlendes Juwel in der Krone unseres Königreichs. Na, das ist aber schön, dass es das strahlende Juwel ist. Alles cool. Etwas übereilt. Finden Sie nicht? Nee. Wir sind nicht übereilt. Sie legen jede falsche Bescheidenheit ab, nicht wahr? Lady Margaret Hunt, ich darf dir eins mitteilen. Meine Liebe, mach nur so weiter. Mach einfach nur so weiter. So, haben wir dann hier. Guck mal, hier ist dann die Desdemona dran. Also der Firmaspark ist dann auch da. Sehr gut. Dann darfst du hier schon mal hier hochfahren. Auf diesen Inseln haben wir ja auch noch gar keine Produktionen am Start. Ne? Also wirklich noch null. Was wir uns aber holen können, das ist auch wieder so ein geiler Tipp aus der Community. Guck mal. Es gibt Bauern, es gibt eigentlich sämtliche Arbeitskräfte bis zu den Ingenieuren auf jeder Insel, die wir hier haben. Das heißt, wir könnten. Aus konnten wir einen sonderbaren alten Mann beim Plündern der Wracks erblicken. Ja, alles gut, das ist der Nate. Alles schön. Na, das ist ja der Nate, das müssen wir dann anlegen. Und ihr könnt euch diese Arbeitskraft, könnt ihr euch zunutze machen, indem ihr einfach einen Besucherkai noch mit anschließt. Ne? Das machen wir dann auch gleich, weil wir müssen den hier eh. Dann weiter ausbauen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das Ding war. Das ist die KI-Schiffswerft, die mache ich dann auch nochmal. Das ist der Besucherhafen. Den werden wir hier als erstes mit integrieren. Ihr wisst schon warum. Aber den Besucherhafen, den würde ich dann hier nicht belassen, sondern der Besucherhafen muss dann, ich sag mal, final als Finish so hierher. Warum dahin? Ganz einfach, weil da ziemlich mittig ist. Und von der Mitte geht es dann im Cap Trelawney einfach. Oder in Crown Falls, einfach Richtung Norden. Ne? Das wird dann hier unsere große Straße, unsere große Allee. Die wird dann gesäumt mit ein paar Bäumen, Bänken, Bushaltestellen vor allen Dingen. Und ich sag mal, ich würde das dann sogar den Hafenbereich, würde ich dann hier sogar auf einer Seite, würde ich dann einfach so ein bisschen schön bauen. Da gibt es ja so die wunderschönen kleinen kosmetischen DLCs. Also jetzt kommt das auch so bei mir so ein bisschen zum Tragen. Dann habt ihr ja hier zum Beispiel das Industriepaket. Mit den verschiedenen Bahnsteigen, also mit so Güterverkehr. Dann können wir hier so ein paar so Festlen ausrichten, wenn wir das wollen. Ich möchte aber euch eigentlich eine andere zeigen. Und ihr zwar Schiff möchte ich euch das sogenannte Speicherstadt, ne, diese Ornamente und mit Hacienda-Untergrund. Und das können wir dann in den Hafenbereich entweder rechts oder links so ein bisschen einbetten. Fässer voller Waren, dann können wir hier einen Kiosk, die rein abgedeckte Kisten. Also wir können so einen richtigen kleinen, schönen Hafenbereich basteln. Wo man dann sagen, da werden die Waren umgeschlagen, da waren ganz, ganz wichtig die Güter für die Hotels, werden dann angekarrt. Also da kann man dann richtig immersiv reingehen und das möchte ich auf jeden Fall mit euch machen. Das klingt vielleicht, arrogant klingt es nicht, aber ich habe mal versucht, schon einen kleinen Plan zu machen. Das habe ich. Ich habe mal echt versucht, einen kleinen Plan schon zu machen. Die Allee zum Beispiel, wie ich hier, was ist denn das? Bonus. Aha. Der gigantische Anker, wie sieht denn das aus? Was ist denn da gigantisch? Ja, gib mir doch mal zum Schönbau wenigstens mal 3x3. Das ist ja kein gigantisches Ding. Hoch hinaus. Das ist doch mal was Feines. Guckt mal. Das ist was Schönes. Dekorativer Brunnen. Im Ernst? Luftschiffmonument. Ja. Meinetwegen. Prächtiges. Ja, ist okay. Es fehlt nur noch, wenn sie dann hier. Es fehlt wirklich nur noch, wenn sie dann hier noch das Flugzeug vom Juri Gagarin ausstellen oder so. Das wäre noch der Hammer. Aber egal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir bräuchten noch mal ein paar Fenster. Also, ja, hier. Das nächste Luftschiff ist da. Weiter geht's. Genau, wir segeln gleich mal hoch. Ich habe nämlich ein kleines Kontingent an Fenstern mit und an Stahlbeton. Weil ich würde gerne den Kondor noch eine Stufe weiter ausbauen. Ich erinnere mich da an einen ganz, ganz lieben Menschen, der hat dann immer zu mir gesagt, Zanto, bau die Kontore aus. Zanto, nicht lange warten. Ausbauen, bitte. Grüße gehen raus. So.
Passt auf, jetzt bauen wir hier mal so ein kleines bisschen mal mit an, würde ich mal sagen. Wir bauen nicht aus, wir bauen an. Das ist wie, ja, das ist wie eigentlich eine Schrankwand, die man verrutscht, weil man ein anderes Stück noch mit dazu bauen will. Wir brauchen nämlich ein kleines Stück Tonnage. Und das Schöne ist ja dran, dass man hier die Hafenstadt hat. Ja, ich möchte auch etwas Hafenstadt hier bauen. Ich hatte ja gesagt, ich habe mal so einen kleinen Plan gemacht. Was sagt dann dazu? Obacht. So, aber bevor wir das alles machen, brauchen wir trotzdem noch etwas Tonnage, weil wenn wir uns schon groß im großen Stil schön bauen wollen, da brauchen wir auf jeden Fall erstmal so ein bisschen Stuff auf der Insel. Das heißt für uns, wir brauchen erstmal, wo ist es denn? Wir brauchen erstmal die sogenannten Hafenlagerhäuser. Ich habe mal geguckt, also ich sag mal, zur Zeit ist wirklich das erträglichste bzw. das rentabelste das hier. Na, das mittlere Depot gönnt uns 50 Tonnen Kapazität bei eigentlich einer guten Größe. Muss ich jetzt auch mal dazu sagen und guck mal. Genau deshalb, ich habe es nämlich schon mal ausprobiert, ich bin ehrlich. Gibt es dann hier unten, habe ich dann hier unten extra die Linie hier so rechts reingezogen, weil, guck mal, was wir hier an Platz generieren. Dann könnten wir hier unten, ich habe das da vor uns noch geschafft. Irgendwo könnten wir hier noch was einbetten. Moment, ich glaube, das ging auch noch. Oder ging das nicht mehr? Habe ich das hier, glaube ich, weggemacht? Und habe dann so ein kleines angesetzt. Ja, das kann sein, dass ich dann hier so ein kleines angesetzt habe. Also wenn man das so ein bisschen geschickt verschachtelt, ich sag euch, da kommst du hier auf Kapazitäten, das ist der Hammer. Ne, kriegst nicht hin. Mal hier fehlt ein Feld, ne, sind wir ehrlich. Hier fehlt ein Feld. Und da unten auch. Und die gönnen uns halt auch nur 25 Tonnen. Und da kannst du auch das Große stehen lassen. Es nimmt sich nichts. Es nimmt sich wirklich nichts. Also, ne, hier. Da kannst du das Große stehen lassen. Ist im Prinzip gehupft wie gesprochen. So, hier unten kriegst du auch keins mehr rein. Das reicht nicht. Aber ja, dann machen wir das einfach noch ein ganz kleines bisschen schöner. Na, wir werden das hier noch ein kleines bisschen runterstellen. Das hier könnten wir dann, glaube ich, zur Not. Warum weht es hier nicht das Teil an, was ich gerne möchte? Das. Schade, das kann es auch nicht drehen. Na gut, dann lassen wir es so stehen. Hab's da so ein ganz kleines bisschen, so ein bisschen den Hafenbereich geschaffen. Und dann könnte man hier dann zum Beispiel hier unten noch so Hafenwarenlager hinstellen. Da gibt es ja auch die verschiedensten Dinger. Von 5 Tonnen bis hin zu, ich glaube, bis 150 Tonnen. Warte mal, ich gucke gerade mal im Hafenbereich. Hier, ne? 150 Tonnen zusätzliches Lager. Das Ding sieht genauso aus. Nur ist halt nur ein bisschen angenehmer, ein bisschen größer. Zwischendurch könnte man noch ein paar Wege hinbasteln. Alles kein Problem. Oh, Moment. Okay, entschuldigt bitte die ganz, ganz kurze Unterbrechung, aber ja, es war wirklich wichtig. So, passt auf. Also, jetzt werden wir das hier nochmal fertig entladen. Jetzt haben wir nämlich hier schon mal ein ganz kleines bisschen mehr Möglichkeiten Lagerkapazität. Und zwar machen wir es jetzt mal so, wir werden den Besucherhafen schon ausbauen und werden darauf schon den Touristenhafen setzen. Das ist schon mal ganz wichtig. Guck mal, ne? Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Touristen strömen in die Stadt. Die Eröffnung des neuen Touristenhafens hat Horden schaulustiger Touristen angelockt, die in die Stadt strömen und die besten Hotels speisen und allerlei Bequemlichkeiten fordern. Das Register eines der Kreuzfahrtschiffe listete über 60 verschiedene Nationalitäten an Bord. 60. Geil. Okay, das heißt für uns, wir gehen erstmal in der Tendenz etwas hoch. Attraktivität haben wir 985. Das heißt, wir kriegen ja, glaube ich, 985 Kohlen. Ich bin gerne dabei, unsere Bedürfnisse zu verstehen. Ja, das kriegen wir hin. Alles kein Problem. So, passt auf. Also, das hätten wir jetzt. Bereit für Ihre Lieferung. Das auch. Ihr beiden, jetzt sollten wir wieder schnell zurückfahren. Machen wir einmal Alte Welt, Community Island. Und wir bräuchten hier mal noch ein ganz kleines bisschen Holz, ne? Das wäre ganz, ganz wichtig. So, für die Touristen haben wir jetzt nur kleinere Möglichkeiten, hier erstmal was auszubauen. Bushaltestelle, ne? Verschiedene Obstgärten. Dann hätten wir hier das Grand Hotel, das große. Und selbstverständlich hätten wir dann schon hier das kleine Hotel. Also die könnten wir dann schön stellen. Vor allen Dingen würde ich dann auch zwei Viertel machen mit den großen bzw. mit den kleineren Hotels. Selbstverständlich werden die außenrum gesäumt mit hoffentlich ein paar Gärten oder ein paar Parks. Ich habe schon mal geguckt, es gibt da noch kleinere Irrgärten. Ich hätte dann nochmal eine Frage an euch, wenn ihr bisher geguckt habt. Leute, hättet ihr Bock, dass wir uns, sagen wir mal, auf der Entspannungsseite so eine Art kleinen Irrgarten selber bauen? Habt ihr da schon mal Erfahrung damit gemacht? Habt ihr da schon mal so wie so einen kleinen Irrgarten bei euch selber auf den Inseln, auf euren Schönbauinseln angelegt? Wenn ja, und wenn es euch nichts ausmacht, dann könnt ihr mal gerne mal einen Screenshot schicken, dass ich ungefähr weiß,
wie sowas aussieht. Ich habe auch schon mal selber eingebaut, aber der war besser, ja, schlecht als recht. Wenn ihr mit sowas schon mal gebaut habt oder habt Bock drauf, euch das auch mal zu teilen oder meine Meinung da abzugreifen, dann postet mir noch sehr, sehr gerne persönlichen Screenshot. Ne? Gerne eine PN an mich schicken und dann weiß ich zumindest bei, da kann ich mir mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Das wäre schon mal vielen lieben Dank an dieser Stelle. So. Jetzt würde ich mal sagen, dadurch, dass jetzt hier schon der Besucherhafen steht, machen es nur mal so, dass wir jetzt erstmal nur als Markierung hier nach oben erstmal einen Weg setzen, damit wir erstmal nur mal grob sehen, wo der ganze Spaß hinführt. Okay? Das ist meine Hauptallee. Die Hauptallee wird selbstverständlich noch größer. Ich stelle mir vor, dass die Hauptallee mindestens so breit wie der Besucherhafen wird. Okay? Mindestens. Aber wir können dann hier zwischendurch, können wir dann gerne noch ein paar Dinge reinsetzen. Bäume, Bänke, kleine Kiosk, Zeitungsständer, paar schöne kleine Bäume rein und so weiter. Also es gibt ja noch ganz, ganz viel Potenzial, aber das Ding soll auf jeden Fall so breit werden hier wie mein Touristenhafen. Das ist schon mal Fakt. So, jetzt gehen wir mal nochmal rein. Gucken wir nochmal in der alten Welt. Okay, die Luftschiffe kommen schon wieder. Das passt wunderbar. Hier haben wir auch schon gebaut. Klasse, das läuft. Sag mal, verhökern wir hier irgendwas mit Holz? Nee. Wollte ich ja sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Warum haben wir so plötzlich so einen hohen Holzverbrauch? Das verstehe ich. Klar, wegen dem Kraftwerk. Leute, wegen dem Kraftwerk. Ja, jetzt verstehe ich das. Ich habe doch hier oben auf die Schnelle dieses Holzkraftwerk angelegt. Ja. Ach. Das erste Investorenhaus hier gegründet. Mann, ja, klar. Ja, klar. Wie wär's mit einem Kaffee? So. Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ich spiele noch nicht so wirklich 2 Stunden, aber ganz herzlichen Dank, dass du mir da Bescheid gesagt hast. So, Produktivität gehen wir mal einiges hoch. Dann nehmen wir mal hier 15%. Ja, dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter rein. Gucken wir mal zum Thema Holz. Jawohl, findet wieder eine Überproduktion statt. Alles gut. Also, ne, keine Gedanken machen, alles cool. Stattlicher als ein Frachtdampfer. So, ja? Wir brauchen ja trotzdem noch jede Menge Holz. Also das holen wir uns mal komplett ab, das Kontingent. Und dann nehmen wir uns hier gleich noch ein bisschen Stahl mit. Dann darfst du gleich als erstes hier wieder ins Capture Army abhauen. Ich habe das heute extra nicht so wirklich vorbereitet, weil ich das alles mit euch machen wollte. Oder machen will. Warum? Weil das Capture Army ist eine einmalige Gelegenheit. Und das macht man immer zusammen. Ich weiß schon, dass wieder einige schreiben, Mensch, Sandro, das hättest du besser vorbereiten können und so weiter und so fort. Ich weiß. Aber ich habe das genau bewusst nicht gemacht. Wegen dem hier. Ne? So. Achso, Stahlbeton haben wir ja gar nicht. Stahlbeton wird ja hier hergestellt. Hey, 70 Tonnen hätten wir schon. Wird hier gebaut oder wie sieht's aus? Halten Sie sich besser die Ohren zu. Jawohl. Okay, passt auf, wir machen jetzt folgendes. Ich hab Bock. Gehen wir rein. Handwerker. Dann gucken wir uns mal. Ne, gucken wir uns mal um. Hier. Nils Windrad. Stellen wir hier daneben. Dann bauen wir einfach einen Weg daneben. Und dann läuft das schon mit Strom. Na, Strom heißt Vollgas, doppelte Produktivität. Auch dann hier im Kalksteinbucht. Oh, das läuft mit 15 Sekunden. Also das ist kein Problem. Da könnten wir sogar in der Produktivität nochmal die Hälfte zurückgehen. Oder wir machen hier doppeltes Betonwerk draus. Na, das ist kein Problem. Also das läuft. Das läuft auf jeden Fall. Machen wir es mal so. Dann bauen wir hier das noch ein bisschen aus. Und alles in... Ah, nee, warte mal. Das geht gerade schlecht. Dann müssen wir es so hier machen. Ihr wisst ja, Nils Windmühle muss dazwischen gestellt sein. Hey. Manchmal lassen sich die Dinger einfach nicht greifen. Also manchmal... Da denkst du dann, das gibt's ja gar nicht. Na, wir können es dann auch so hier machen. Sieht noch schöner aus. Dann hast du dann links und rechts von der Mühle und von der Mine, hast du dann eigentlich die Punkte, wo du dann immer deinen Stuff abgreifen kannst. Strom. Läuft. Okay. 73 Tonnen. Werden zurzeit hergestellt. Jetzt machen wir halt mal mit dem Stromboost einfach mal das Doppelte. Auf die Schnelle. Okay, dann darfst du auch ins Cap Trelawney abwackeln. Ab nach Crown Falls, bitte. Vielen lieben Dank. So, und dann machen wir hier auch nochmal. Ne, wisst ihr, was wir machen? Wir machen es gleich richtig. Wir gehen rein, Handelsmenü öffnen. Dann wählt man hier die Insel an, Community Island. Und werden hier das Cap Trelawney mit dem dementsprechenden
mit den dementsprechenden Baustoffen werden wir hier ausstatten. Wir werden einmal mitnehmen Holz, wir werden einmal mitnehmen Ziegel, dann werden wir einmal sehr, sehr gerne mitnehmen Stahl, wir nehmen mit Fenster und wir nehmen hier mit dann Stahlbeton. Das machen wir dann anders, da fliegen wir dann in der alten Welt hier, fliegen wir dann Davidov nochmal an und dann holen wir uns von Davidov, holen wir uns nochmal den Stahlbeton. Das laden wir dann gleich. Hier, na, so sieht's aus. Und ich würde dann sagen, hier packen wir dann alles aus, ne? Auf Malaise, Black Curtain oder hier oben Crown Falls. Laden wir dann ab, drücken auf Start und das ist dann unsere erste kleine Baustoffroute, ne, die wir hier haben. So, dann würde das Ding schon mal laufen. Jetzt warten wir nur noch, dass die Schiffe hier langsam ankommen. Und guck mal, mittlerweile ist unsere Flotte schon angekommen. Geil. Super, super. So, und dann würde ich mal sagen, der Anfang ist gemacht. Was ich jetzt gerne noch machen wollte, und zwar habe ich für euch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe jetzt hier angefangen auf Altar of Gore 2. Nee, nee, das klingt nicht so schön. Ich würde jetzt mal sagen, ich würde jetzt mal sagen, bei Spicy habe ich jetzt Folgendes vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt einen geilen Vergleich angestellt. Ich habe jetzt hier unten die Mod vom lieben Lion. Hatte ich euch schon im Stream gezeigt, hatte ich hier eingebettet. Das sind 10 Farmen vom Lion. Da dabei ist eine nicht boostbar, aber da läuft eine unter 30 Sekunden Herstellung. Das heißt, wenn ihr dann 10 Stück habt, könnt ihr es euch ausrechnen, habt ihr schon mal 20 Tonnen. 20 Tonnen Gewürze pro Minute mit 10 Farmen von Lion. Allerdings gibt es da einen kleinen Nachteil. Ihr seht nicht wirklich die Ankerpunkte. Das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, das meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Und ihr kriegt neue Formen von Lagerhäusern hier rein. Also das geht auch. Das sieht auch sehr, sehr schön aus hier. So, und dann habe ich als Vergleich hier oben nochmal Gewürzfarmen hingestellt, sondern die normalen, die in den Besa vorkommen. 2, 4, 6, 8. Nicht 10, sondern 8. Und meine Lieben, die kann man jetzt boosten. Und zwar habe ich jetzt reingenommen das Gewächshaus. Na, hier B-Bars, robustes Gewächshaus. Dann die einfachen Super Seeds, Kedemas, doppelt gekreuzte Gewürzmischung. Und hier nochmal das Mückennetz. Somit kommen wir dann hier sukzessive auf nochmal eine Steigerung von 110%. Das heißt für uns, wir stellen dann hier innerhalb von 28 Sekunden, stellen wir dann hier nochmal eine Tonne Gewürze her. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich lasse es jetzt so, wie es ist. Hier kamen wir 37 Tonnen Gewürze raus. Und das Luftschiff, bereit für Ihre Lieferung? Schaut mal, habe ich schon mit einer kleinen Rute versehen. Und das Ding fährt hier los, packt hier alle Gewürze, was es hat, und trägt hier die Gewürze rein. Ne? Und auf dieser Insel, ne, mit 770 Tonnen, das ist schon gar nicht so schlecht, hier diese Gewürze, ausreichend vorhanden. Und damit produzieren wir halt jede Menge Stuff für unsere Bevölkerungsinsel. Ne? Und die kommen jetzt auf ihre Kosten. Und schaut mal, die Chili-Soße ist hier on top. Und die wird, glaube ich, nie wieder ausgehen. Weil bei dem, was wir jetzt da produzieren, ist es egal, ob die 22 Tonnen wollen, ob die 40 Tonnen wollen oder irgendwas anderes. Weil wir können jetzt alleine von der einen Insel schätzungsweise, wenn wir die gescheit boosten oder lassen dort unten Lions Marker drin, das ist alles kein Problem, kommen wir dann schätzungsweise auf mindestens 150 bis 200 Tonnen feinste Gewürze. Und damit können wir ja locker nicht nur eine Insel versorgen, da können wir viele, viele Inseln versorgen. Ne? Nur mal so als kleines, nur mal so, dass ich euch da auch nochmal abholen kann, was ich mir dann zur Zwischenzeit so ein bisschen rumgebastelt und ausgedacht habe. Wie gesagt, einfache Handelskammer reingestellt. Ich werde das dann noch umstellen und werde dann hier noch die Verbesserten reinstellen. Also die großen, damit es dann auch wirklich wirkt, wenn wir dann hier die Gewürzformen woanders hinstellen. Hier habe ich nochmal ein bisschen zugebaut, weil ich möchte hier das auch noch ein ganz kleines bisschen, ja, ich möchte das noch ein bisschen erweitern. Aber das dann alles in den nächsten Folgen. Mein Lieben, ich hoffe, der Start in Crown Falls ist mir heute so ein ganz kleines bisschen gelungen. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zugucken. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, Anregungen, irgendwas, was euch auf der Seele liegt, gerne in die Kommentare. Bedenkt bitte, ich kann die Kommentare erst etwas später lesen. Weil, wie gesagt, sobald ich hier die Folge ausstrahle, dann bin ich dann einfach fast nicht mehr greifbar. Weil ich bin dann wirklich in den Vorbereitungen, weil wir wollen ja nächsten Morgen losfahren. Und ich komme dann halt erst ein paar Tagen wieder. Seht mir es bitte nach, wenn ich die Kommentare nicht sofort beantworten kann. Okay? Ich wünsche euch eine gute Zeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Macht's gut.